Ja, damit wir aber mit dem sogenannten Suppenkoma freundlich umgehen und dass ihr mich auch mal von einer ganz anderen Seite noch kennenlernt. Ich habe das in der Pause mal gesagt, in unserem Curricula oder so, da gibt es diese Musik von vorne in dem Maß nicht und PowerPoint sieht man da auch nicht. Also nur wenn es darum geht, sozusagen von außen einen Überblick über unsere Konzepte zu vermitteln. Nicht, dass ihr denkt, wir schaffen immer so. Aber ich möchte euch vorschlagen, dass wir so eine halbe, dreiviertel Stunde geleitete Fantasien, ein bisschen Austausch machen. Die meine geleiteten Fantasien kennen, die kriegen dann immer glänzende Äuglein. Ich habe es ja erwähnt, ich bin ja Milton Erickson Schüler. Ich bin der Siegfried in dem Buch und meine Stimme begleitet dich überall hin. Und eine kleine Anekdote von Erickson. Selbst erfahren, leidvoll und doch hat es irgendwie was geholfen. Ich wollte immer gern Demonstrationspatient von Erickson sein. Erickson hat nur in Geschichten gelehrt. Und wenn man ihn meinte, die Geschichte nicht ganz verstanden zu haben und hat gefragt, und was jetzt genau das bedeutet, war sein Standardsatz, "This leads me to another story." Und dann hat er eine andere Geschichte erzählt. Und man hatte das Gefühl, sie sagt gerade Gegenteil von dem, was die vorige Geschichte enthalten hat. Und wenn man die Differenz aufgeklärt kriegen wollte, sagte er, ihr wisst schon. Das hat damit zu tun, Erickson ist in der Zeit, das war in den 70er Jahre, ich war 79 bei ihm, in der unheimlich viel Bullshitting gemacht wurde. Also da war jede Art von Psycho-Gespräch, Party, Unterhaltung und sehr oberflächlich, sehr schematisch. Die Schulen haben damals auch wirklich noch sehr undifferenziert oft gearbeitet, sehr dogmatisch. Und deswegen kam Erickson zu dem Schluss, es ist nicht gut, den Intellekt zu beteiligen, weil der stört nur mit seinen schematischen und dogmatischen Vorstellungen. Das Unbewusste, wobei er nannte das Unconscious Mind, ich habe das übersetzt mit kreative Bewusste. Also Conscious Mind ist nicht Bewusstsein im psychoanalytischen Sinne, sondern Gewohnheitsbewusstsein, so wie man sich, wie man immer unterwegs ist. Und das Unconscious Mind ist besser übersetzt mit kreatives Bewusstsein. Und der hat aber damals dann gesagt, und deswegen hat er eben diesen hypnotherapeutischen Ansatz so gut gefunden, die Leute werkeln so viel mit ihrem unausgegorenen Denken in ihrem Leben rum, dass sie die Weisheit ihres Organismus und ihres Unbewussten gar nicht dran lassen, die Probleme zu lösen. Und deswegen hat er die Leute in Trance versetzt und hat ihnen über Geschichte sozusagen einen Dialog mit der Weisheit des Organismus und des Unbewussten angezettelt und hat dort eben auch in metaphorischer Form Anreize für Lernen und geänderte Selbstorganisation geboten. Und das ist ein großartiger Kommunikations- und Lernansatz, der mir lebenslang geblieben ist. Die reine Technik der Trance-Induktion und so, die ist weit weniger wichtig in der Hypnotherapie, fand ich immer. Aber ich wollte gerne auch mal, dass ein großer Meister mit mir arbeitet. Irgendwie ist es mir nie gelungen, die Aufmerksamkeit einer Meisterin oder eines Meisters oder auf mich zu ziehen. Oder dass sie irgendwie gedacht hätten, in mir steckt etwas, dem sie sich persönlich widmen und mich fördern sollten. Ich habe danach immer Sehnsucht gehabt, aber das leider oder Gott sei Dank nie gefunden. So musste ich den Buddha unterwegs, den habe ich schon gar nicht getroffen, deswegen musste ich den gar nicht erst töten, sondern ich war halt unterwegs und musste halt sehen, wo ich hinkomme. Irgendwie bin ich dann ja auch vorangekommen. Aber einmal habe ich es dann doch probiert und es war eine Session, 16 Leute etwa, Kameras überall, weil das ja für einen Film und Buch verarbeitet wurde. Und der hatte so eine Art Hot Chair, wo dann immer die, mit denen er Hypnose demonstriert hat, gearbeitet hat. Und ich habe gedacht, heute setze ich mich mal gleich auf diesen roten Stuhl. Und da hat er also Story erzählt und Story erzählt und Story erzählt. Und in dem Fall war ich nicht mehr so super aufmerksam, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich ja dann bald dran. Und als er dann fertig war, hat er gesagt, "And now let's demonstrate." Und dann guckte er mich an und sagte, "Would you mind to change seats with this young lady over there?"
Und er hat dann meine Enttäuschung offenbar bemerkt, weil ich da lieber getrottet bin, und hat mich angeguckt und gesagt, you must understand at my age I do not have so many chances with the younger ladies. Also das zeichnete ihn aus, erst Verbundenheit, obwohl er intellektuell hochinteressant war, und Humor. Er sagte immer, bring humor to psychotherapy, your patients bring sorrow enough. Aber er hat den Leuten auch was abverlangt. Ich höre da ja gleich auf, aber da könnte ich eben ins Reden kommen. Er hat nämlich gleich am Anfang erzählt, dass Leute, die bei ihm lernen, gerne den Squaw Peak besteigen, das ist der Hausberg, von dem aus man einfach eine ganz andere Perspektive hat, für der Schwanengrößenordnung. Und dass man ins Desert Botanical Garden geht und ins Anthropological Museum. Und nach 3 Tagen hatte einer, ich glaube eine Wienerin war es, die so ein bisschen impertinent auch immer aufgetreten ist, und hat gesagt, have you been in Anthropological Museum? Er war behindert, konnte nicht so gut sprechen. Er sagte, oh no, why should I? Er sagte, ja. What is your excuse? Sie hat nichts dazu gelernt, und als sich alle verabschiedet haben, hat er ihr etwas zugemurmelt und sie ging völlig unberührt davon. Jeff Zeig, den kennen auch manche, so der Hauptvertreter von Erikson Hypnotherapie heute, hat mir gegenüber beteuert, er habe zu ihr gesagt, I hope I will never see you again. Tja, also man erlebt allerlei Skurrilitäten auf dem Versuch, was zu lernen und seinen Horizont zu erweitern. Was mir geblieben ist, ist, dass ich mein Leben lang mit trance-geleiteten Fantasien gearbeitet habe. Der Unterschied zu Erikson und der Mentalität damals ist der, dass ich wirklich daran glaube, dass es einen geistreichen und wesenshaften Intellekt gibt und dass man den schulen und zusammenarbeiten lassen sollte mit dem kreativen und Unbewussten. Und diese Spaltung, die Erikson geschichtlich bedingt verständlich betrieben hat, die teile ich nicht. Gunter Schmidt teilt diese, der auch bedeutender Erikson-Janer geworden ist, der teilt das auch. Und deswegen machen wir das so, dass wir in der... Nein, meine. Also, das ist, glaube ich, heute üblich geworden. Und deswegen, auch in der Familientherapie mit dem Gunther Weber habe ich das immer so gemacht. Wir haben später die paradoxen Interventionen vorher erklärt und dann doch gemacht. Und das Interessante ist, wenn die Seele bereit ist, was zu lernen, ist das gar kein Schaden. Im Gegenteil, die kapiert, worauf der raus will und hilft mit. Also deswegen braucht man gar nicht so auf Zauberlehrling machen. Und ich werde jetzt in der geleiteten Fantasie, erläutere ich das kurz, 3 Phasen. Viele von euch kennen das ja, kurze Induktionsphase, dass jeder zu seiner Art der inneren Aufmerksamkeit findet. Und dann ein Stück inhaltliche Arbeit. Bei der Stück inhaltlichen Arbeit werde ich euch einladen, so kurz nochmal, wie ihr hergekommen seid, zu reflektieren, die Erfahrung von heute Morgen, und euch auf manche Aspekte von dem Thema, dem ich auch zum Führungsthema, das ich nachher weiter bearbeiten werde, hinzuleiten. Und dann lade ich euch mit den inneren Bildern und Beurteilungen wieder zurückzukommen. Die geleitete Fantasie selbst dauert vielleicht so 20 Minuten, 25 Minuten. Und ich lade euch ein, danach in 3er-Gruppen, möglichst mit jemandem, mit dem ihr noch nicht so vertraut zu sein, so eine Viertelstunde euch auszutauschen mit der Erfahrung in der geleiteten Fantasie. So, das wäre das Design, das ich euch anbiete. Und das hilft einfach ein Stück auch, das selber was tun, nochmal ausdrücklich mit der eigenen Erfahrung befasst sein, Austausch pflegen, ein Stück zu sättigen, sodass ihr danach auch wieder mehr Sitzfleisch habt, mich erzählen zu hören. Ist das okay? Können wir das so machen? Okay. Ja? Ja, wäre nicht schlecht. Aber ich kann euch bei der Gelegenheit auch gleich ein Beispiel davon erzählen, wie ich gelernt habe, Utilisationstechnik, dass man gegen Störeinflüsse nicht unbedingt angeht.
Ich kam also frisch von Ericsson zurück. Meine Ausbildungsgruppe, ich war TA-Ausbilder damals, die musste immer alles erleiden, was ich gerade auf der nächsten Fortbildung gemacht habe. Die haben gesagt, ah, war es wieder auf Fortbildung, was machen wir diesmal? Ich habe die alle hingelegt und habe die alle in Trance versetzt. Und kaum war ich, habe ich begonnen und wollte so richtig, ja, vorsichtig und in Trance und so, ging draußen im Presshof Hammer los. Und meine erste Reaktion war, aber dann habe ich mich drauf besonnen, Utilisation, und dann habe ich die Leute in der geleiteten Fantasie an eine Baustelle geführt. Und dann waren die ganz begeistert und gesagt, die Baustelle arbeitet auch weiter, aber wir haben noch was anderes vor. Und dann habe ich die alle von dieser Baustelle in einen kleinen Park geführt. Und ich war total platt, dass tatsächlich über die Hälfte von denen sich nicht mal daran erinnert hatte, dass da die ganze Zeit in Presslufthammer gearbeitet hat. Also hat mich was gelehrt über die Bedeutung von Aufmerksamkeitslenkung. Was überhaupt die wichtigste Lehre eigentlich aus der gesamten Hypnotherapie ist, dass man lernt, bewusst Aufmerksamkeit zu lenken. So, ja, viele von euch haben ja eh Erfahrung in diesem Bereich. Wie Ala in 40 Namen gibt es auch dafür, nicht vielleicht 40, aber bestimmt ein halbes Dutzend, wie Fantasiereise oder Meditation oder Entspannung oder was immer. Aber jeder Mensch hat seine eigene Art. Ob er es bewusst herstellen kann, ist eine andere Frage. Aber er hat die Erfahrung schon mal gemacht, dass er irgendwann mal ganz besinnlich geworden ist. Dass er einen inneren Ort gefunden hat, in dem so die Dinge ja, sich so ein bisschen so sortiert haben, dass sie sich in ihrem Wesentlichen gezeigt haben. Und wie sie dahin kommen, da ist es ganz verschieden. Menschen, die Übung haben, machen zum Beispiel Jakobsons progressive Entspannung. Aber es im normalen Leben passiert das, wenn du auf der Autobahn bist, nach einer Weile automatisiert sich dein Bezug zur Welt draußen und in dir entstehen innere Bilder und du beschäftigst dich mit Themen. Und es ist eigentlich auch ganz gut, dass die Welt draußen so gut versorgt ist, sodass du deine Aufmerksamkeit nach innen richten kannst. Es gibt Menschen, bei denen kommen diese Mechanismen in Gang, wenn sie am Lagerfeuer sitzen oder am Kamin, schauen in die Flamme oder lassen das Tanzen der Glut auf sich wirken. Oder es gibt Menschen, die gerne in einer warmen Badewanne mit irgendeinem guten Duft liegen und wie das so, sie diese Essenz in sich einatmen, entspannt sich es in ihnen nach und nach. Jetzt geht es auf den Sommer zu, da ist für manchen vielleicht ein gutes Bild, das irgendwo am Strand liegt, im warmen Sand. Irgendwo draußen geht einer mit einem knarrenden Karren vorbei. Aber das braucht mich nicht zu beschäftigen. Viel angenehmer ist der warme Wind, der vielleicht auf der nackten Haut streicht. Oder das Schlagen der Wellen, die mit großer Regelmäßigkeit und Geduld wieder und wieder an den Strand kommen und nach einer Zeit sich zurückziehen. Und manchmal schaut man dabei in den Himmel und sieht einige Wolken in diesem blauen Himmel. Oder vielleicht Möwen, zwei, drei oder auch viele. Und die lassen sich einfach tragen vom Wind. Die
brauchen gar keine Anstrengung. Manchmal schlagen sie ein bisschen mit den Flügeln, um in die Spur zu kommen, die ihnen wünschenswert scheint, aber dann halten sie einfach wieder die Flügel gespreizt, aufnahmebereit für den Wind und lassen sich einfach tragen und lernen durch hin und her bewegen der Flügel die Kraft des Windes für sich zu nutzen und sich dahin bewegen zu lassen, wo sie sich gerne hinbewegen. Und nicht nötig, sich irgendwie anzustrengen. Du kannst dich einfach tragen lassen und doch wach genug, um aufmerksam zu sein, was ich dir zeigen möchte. So eine geleitete Fantasie ist sowas Ähnliches wie das gemeinsame Besichtigen vielleicht einer Stadt oder eines kulturell hochwertigen Denkmals wie die Akropolis oder alte griechische oder römische Städte. Da gibt es, wenn man es gewählt hat, einen Führer oder eine Führerin, die gehen voraus. Und es ist gut, genügend in Kontakt zu bleiben, damit man nicht verloren geht. Und doch ist jeder ganz eigen in seiner Art, wie er sich da führen lässt und sucht sein ganz eigenes Erkunden dieses Geländes. Und das ist in Ordnung, weil die Menschen so verschiedene Interessen haben und so verschiedene Arten, auf die Dinge zu schauen und neue Erfahrungen zu machen. Und so ist es gut, sich durch dieses Gelände zu bewegen, genügend nah dran, um gemeinsam anzukommen. Und doch beschert sich jeder sein ganz eigenes Erlebnis. Vielleicht erinnerst du dich an den Beginn dieses Seminars dort in diesem Kloster heute Morgen, aus welchen Welten und welchen Stimmungen du gekommen bist. Ich weiß nicht, ob es wichtig für dich ist, aber es könnte ganz gut sein, auch für einen Moment nochmal zu bemerken, wie es dir damit ging, dort anzukommen. Vielleicht sind es einzelne Begegnungen, die dir da besonders einfallen. Und dann der Start im großen Kreis. Erste Reaktionen vielleicht auf die Begrüßung durch Martin oder was sich dann in dir gezeigt hat, als der Bernd Schmidt eingeführt wurde. Ja, und dann gab es einen Vormittag mit vielen Schilderungen, Beschreibungen, Erläuterungen da vorne anlässlich dieser PowerPoint-Charts. Aber das ist nur die Oberfläche draußen. Viel wichtiger ist, was in dir an der Zeit geschehen ist. Vielleicht stellen sich da Bilder und Erinnerungen in dir ein, was deine
besondere Aufmerksamkeit gefunden hat. Was dich irgendwie angesprochen hat, auch wenn du selbst noch gar nicht so recht sagen kannst, wie. Bei vielen Menschen laufen parallel die Filme aus ihren Erfahrungswelten ab, die sich aufgerufen fühlen durch das, was da vorne erzählt wird. Und plötzlich sieht man da Zusammenhänge. Ich weiß nicht, welches deine Filme und Bilder waren, die heute parallel gelaufen sind. Auch in welche Szenerien und Welten diese gehören. Waren es mehr Bilder aus der Welt deiner Klienten und Teilnehmer? Oder auch Bilder aus eurer eigenen Organisation? Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen. Momente des Bedenkens, wie du eigentlich deine berufliche Entwicklung und deine berufliche Arbeit verstehst und wie es dir eigentlich geht damit. Fühlst du dich frei, selbst alles so anzuschauen, wie es nun mal ist? Sind die Dinge in dir deutlich oder hast du das Gefühl, da auch Orientierungsbedarf zu haben? Und wenn du an Gespräche und mehr Klärung denkst, welche Menschen fallen dir da ein als mögliche Gesprächspartner? Und wäre es machbar, mit denen in Dialog zu treten, den Raum dafür zu nehmen? Heute Morgen hast du dieses Bild von diesem großen Buffet mit den vielen, vielen Möglichkeiten gehört. Wie geht's dir mit einem solchen Buffet? Wenn du dir selbst zuschaust, wie du heute Morgen dich da bewegt hast, wie würdest du dich sehen wollen? Das ist gut, nicht alles nur mit sich selbst auszumachen, sondern mit den Menschen, die zum gleichen System und Kulturkreis gehören, den Austausch zu wagen. Und für den Nachmittag ist ja eine Fortsetzung geplant und das Thema soll dort ja zum Beispiel Führung sein. Wie ist denn Führung für dich überhaupt ein Thema? Irgendwo fern dort draußen läuten die Glocken und die schwingende Atmosphäre kann es ganz leicht machen,
Zugang zu eigenen Bildern und Erfahrungen zu finden. Ja, Bilder, die das Wort Führung aufruft aus deiner Erfahrungswelt. Bist du selbst beruflich mit dem Thema Führung unterwegs? Und welche Szenarien fallen dir dazu ein? Aber Führung ist auch vielleicht ein Thema in der Arbeit mit Kollegen und Partnern im Bereich des Hauser Consultings. Da fühlst du dich vielleicht von Führung betroffen oder hast selbst Führungsfunktionen. Und wo geht das ganz glatt, dass du das Gefühl hast, ja, genau so. Und wo holpert's? Und du würdest vielleicht gerne da ein paar neue Impulse geben und bekommen. So viele Szenerien und Welten, die auf den inneren Hinterbühnen wach sind, während man die Aufmerksamkeit draußen zum Beispiel auf ein Referat über Führung hat. Eigentlich kein Problem für das Gehirn, das ganz verschiedene Erlebnisebenen gleichzeitig verarbeiten kann, auch wenn ich es nicht so recht mitkriege und erklären kann. So ist ganz gut, die Bilder, die sich dir gezeigt haben, ein bisschen festzuhalten, vielleicht nochmal kurz innerlich zurückzugehen. Als hättest du eine Polaroid-Kamera oder eine Digitalkamera und würdest einige Szenen festhalten, um sie gut zu erinnern nachher und dich darüber austauschen zu können. Und dann ist gut zu wissen, dass diese kleine Besichtigungstour, jeder in seiner Weise mit seinen eigenen Interessen und doch gemeinsam durch ein bestimmtes Gebiet langsam zu dem Ende kommt, wie auch das Läuten der Glocken. Und dich jeder in seiner Weise langsam darauf einstellst, in gutem Kontakt mit den inneren Erlebnissen zu bleiben und doch die Aufmerksamkeit zusätzlich nach und nach wieder nach außen richtest. Die Glocken haben aufgehört, aber man hört die Vögel. Und jetzt die ersten Geräusche, die dadurch entstehen, dass die Menschen körperlich nach und nach wieder in Bewegung kommen. Und so wie jeder seine eigene Art hat, die Aufmerksamkeit nach innen zu wenden, so hat er auch seine eigene Art, wieder zurückzukehren und die Aufmerksamkeit nach außen zu richten. Ganz umsichtig, damit die Erlebnisse nicht
verloren gehen und du kannst dich innerlich darauf einstellen, dass, was du erzählen magst, mit zwei anderen in diesem Kreis auszutauschen. Nur erzählen, einerseits, welche Bilder sind es gewesen, aber auch, wie ging es mir mit dieser Fantasiereise. Wir machen das nur kurz, 15 Minuten, das heißt, jeder erzählt den anderen beiden 5 Minuten. Und keine Diskussion, vielleicht mal nachfragen, damit ihr besser versteht, aber nichts erörtern. Und einer ist dran und die anderen beiden sind in der Zeit nur mit der Aufmerksamkeit bei dem einen. Und dann der Wechsel, nicht im Wechselgesang zwischendrin. So, dann lasst euch umschauen, rollt oder geht zu zwei anderen und nehmt euch 3x5 Minuten, bitte auf die Zeit achten. Gibt es irgendeinen Bedarf bezogen auf die vorausgegangene Übung oder können wir das einfach so als kulturellen Hintergrund nehmen? Soweit ich gesehen habe, waren ja irgendwie alle ganz engagiert beteiligt. Ich finde, dass das auch eine ziemlich ökonomische Sache ist, so ein bisschen so Selbstfühl- und Interaktionsbedürfnisse zu befriedigen, trotzdem am Thema zu bleiben. Aber das nicht durch große Diskussionen dann zu machen. So, gut. Ich gehe dann speziell zum Thema Führung.